Servus zusammen und herzlich willkommen zurück in der Apokalypse. So, immer noch kein Nitrat gefunden. Ich habe mich jetzt nochmal direkt darunter gebuddelt, wo ich halt das oberirdische Nitratvorkommen gefunden hatte. Aber naja, ich bin auch direkt auf eine ganze Menge Gravel gestoßen, aber ihr seht schon, es ist alles Eisen. Ich schwimme in Eisen. Und es gefällt mir nicht. Ich muss mal die müden Knochen ein bisschen strecken. Hab gerade gehört, dass hier oben ein bisschen Betrieb ist. Und siehe da, eine kleine Wanderhorde kommt mich besuchen. Ah, nehmen wir doch direkt mal mit. Bevor ich hier wieder weiter buddel. Und ein Airdrop kam auch. Ich glaube, den können wir uns an der Stelle auch gerade nochmal abholen gehen. Ich brauche jetzt auch einfach ein bisschen Abwechslung. Kann die Buddelei nicht mehr ertragen. Ich denke mal, 2 bis 3 Ingame-Tage und Nächte werde ich dann noch off-camera machen. Wenn ich bis dahin immer noch nichts gefunden habe, dann müssen wir halt ohne in die Draht zu schwimmen in die Horde rein. Ui, das läuft aber gerade. Not bad. War's das? Das war ja ein Wanderhörtchen sozusagen. What? Was war das denn? Hä? Weggebackt? Naja. Empty. Empty, empty, empty. Da kriegt noch einer. Ja, ein paar Nachzügler, okay. Na, kommt doch noch ein paar um die Ecke. Bauchschuss. Normalerweise würde ich mich ja darüber aufregen, dass die mir hier gerade so auf den Nerv gehen, während ich eigentlich andere Dinge zu tun habe, aber es ist doch eine willkommene Abwechslung gerade an der Stelle, muss ich gestehen. Einfach mal ein bisschen den Frust auslassen. Sala. Und ein bisschen XP geben sie mir ja auch. Vielleicht schaffe ich es tatsächlich noch in der Alpha 15 auf Level 100 zu kommen. Das wäre doch eine ganz coole Sache. Man muss ja Ziele setzen, ne? Wenn schon nicht das Auffinden einer Nitratmine ist, dann müssen es halt andere Ziele werden. Oder zum Beispiel auch 1000 Zombie-Kills. Ich bin ja gar nicht mehr so weit davon entfernt. Wie viele habe ich denn? Mensch. Wo muss ich da reinschauen? Hier? Ich find's grad nicht. Würde mich jetzt tatsächlich sehr interessieren an der Stelle. Skills. 783, ja, das kriegen wir doch noch hin. Spätestens nach der nächsten Horde. Na gut. Probieren wir den Rest gerade noch. Scheiß auf den Loot, ehrlich gesagt. Das Einzige, was mich ja wirklich noch interessieren wird, werden irgendwie Nailgun-Parts. Oder halt irgendwie Sniper-Rifle-Parts. Doch mehr Betrieb, als ich dachte. Hat sich einfach gelohnt, den Zombie-Spawn hochzudrehen. Das ist doch eine schöne Sache. Muni nehme ich gern mit. Ja, sonst noch irgendwas von Belang. Mal scrappen. Können wir auch scrappen. Und dann laden wir den Mist gerade mal ab und schauen uns einfach mal den Airdrop an. Das essen wir. Nichts. Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann ich alles eigentlich nicht brauchen. Das ist Quatsch. Hier die Tür zu, dass hier keiner reinfällt. Ich hätte vielleicht noch ein Schild hier aufstellen sollen. So Eltern haften für ihre Kinder oder so. Betreten auf eigene Gefahr. Nicht, dass mich einer dieser Gesellen hier verklagt, wenn er sich da den Knöchel bricht.
So. Hier gerade mal reinmüllen. Ja, nee, Stahl, lass ich mal auf Tasche. Habe ich jetzt auch nur dabei, damit ich halt die Werkzeuge reparieren kann. Plant Fiber kommt weg. Das kann man stacken zur Not. Okay, gerade mal ein bisschen was essen noch an der Stelle. Und der Airdrop ist ja auch in dem Gebiet, das ich noch gar nicht quasi entdeckt habe, erforscht habe, erschlossen habe. Trifft sich eigentlich ganz gut. Da machen wir vielleicht gleich noch, wenn noch mehr Nitrat hier geht, das lasse ich mal da, das deckt ja alles. 10 mm bleibt da, Concrete brauche ich gerade nicht an der Stelle. Das Lagerfeuer bleibt auch da, das passt schon. Das noch weg. Dann haben wir ein bisschen Platz zumindest. Und vielleicht auch noch ein bisschen Platz hier drin machen. Ach, sieh an. Dann kann ich den ja auch weghauen. Ganz vergessen, das Ding hier auszuräumen. Ah, okay. Die gefällt mir natürlich auch besser. Ja, der Rest, das passt schon so. Moment mal, da war ja auch noch Schwarzpulver drin. 6 Stück, okay. Na, danke. Ist ja ganz hervorragend. So, weg. Und dann passt das schon. Die Knarre habe ich im Übrigen nur dabei. Einfach so als Backup-Weapon. Weil ich die 9mm Muni ja sowieso für. Also, habe einfach keine Verwendung dafür. Und Pistole ist ja jetzt ja auch nicht so der Burner, aber sorgt für ein bisschen Abwechslung. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Okay, dann schauen wir uns mal den Airdrop an. Und in dem Städtchen können wir natürlich an der Stelle auch nochmal kurz vorbeischauen auf dem Rückweg. Uiuiui. Der kam jetzt aber. Ah, unerwartet. 100 Energie. Oh, Moped ist auf 81 runter. Das hätte ins Auge gehen können. Aber gerade nochmal gut gegangen. Die habe ich doch auch noch nicht gänzlich erschlossen hier, die Stadt. Ich meine, das war die, wo wir mal in dem Shotgun Messiah drin waren. Bin mir da ziemlich sicher. Okay, Airdrop ist in die Richtung. Poppenpilz. Braucht kein Mensch. Was haben wir hier noch? Ist das der Poppenpilz? Ich habe es gerade nicht ganz überrissen. Naja, okay. Alles klar. Bisschen die Orientierung verloren. Was haben wir hier noch? Crackburg. Mir fehlt ja noch der Spike Club Rezept. Und ich meine, dass ich da noch nicht drin war. Okay, cool. Wir holen uns den Airdrop. Und dann gehen wir mal kurz in den Bücherladen, würde ich sagen. Nicht das Schlechteste und ich brauche jetzt auch einfach so ein bisschen Abwechslung. Darf nur die Uhrzeit nicht ganz aus dem Blick verlieren, damit ich noch rechtzeitig zu meiner Mine zurückkomme. Da drüben irgendwo. Oh, 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 oh. Vielleicht ein bisschen vorsichtig. Ist aber schon auch eine idyllische Ecke hier, muss ich sagen. Und natürlich ein Auge offen halten auf die oberirdischen Erzvorkommen. Ich denke halt auch, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Mine da oben, die ist ja wirklich, die Richtung ungefähr, die ist ja weit auf dem Berg oben und ich schätze schon, dass je tiefer man kommt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man was findet. So, was haben wir denn hier? Das dürfte Kohle sein, oder? Ah, Kohle. Gut, nehmen wir auch gerade mal mit, wenn wir schon da sind. Habe ich noch knapp 1000 an der Base und an der alten Base habe ich ja noch ein Vorkommen in der Mine. Ist also nicht so das Thema. Ist der in den See gefallen, der Airdrop, oder sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Nee, wobei. Auf die Karte schauen. Achso, gut, fast da. Ja, hier unten irgendwo runtergekommen. Oh, genau. Schweinchen, weis mir den Weg. Zeig mir den Airdrop. Wo ist er? Hm? Ja, wo ist er, der Airdrop? Wo ist er? Ja, ist eine gute Frage. Wo ist er denn? Ah, da hinten. Ich sehe ihn. Der hängt da irgendwie so in dem Hang.
So, jetzt bitte, stimme mich versöhnlich. Verarzten uns gerade mal eine Runde. Gib mir irgendwas Schönes. Bitte, bitte, bitte. Rocket Launcher Receiver. Nailguns Schematic. Alles nicht zu gebrauchen. Mann, 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 Mann. Wo habe ich die Kiste geparkt? Hier. Bin ich jetzt blind? Ah, hier. Könnte aber das Licht anlassen. Dann kann ich die Kiste nicht übersehen. So, wo war der Crackerbook? Hier auf 12 Uhr. Dann gib mir wenigstens eine Spike Club Schematic. Das wäre jetzt aber schon echt mehr als angemessen. Hier ist schon offen. War ich hier vielleicht nicht doch schon drin? Nö. Sieht gut aus. Dann gehen wir es mal durch. Gehen wir mal eine Runde shoppen. Kann sein, dass hier Winterschlussverkauf ist oder so. Viertel nach sechs. Na gut, das kriegen wir schon noch hin. Packen wir den Bogen aus. Verteilen mal ein paar Eisenpfeile. Im Hinterzimmer ist glaube ich auch jemand. Zugange. Ja. Auf so engem Raum ist es dann doch nicht ganz ohne hier im Nahkampf. Bisschen Platz machen. So. Dann schauen wir es mal durch. Daumen drücken bitte an der Stelle. Das war, glaube ich, AK. Hier haben sie mir schon Bücherregal abgerissen, die Penner. Wir haben geschlossen. Kommen Sie bitte morgen wieder. Ja, ich weiß. Ich mache ja nur Inventur. So, ein bisschen fokussiert bleiben. Einfach mal die Bücherregale abräumen. Der Rest geht mir jetzt ziemlich am allerwertesten vorbei. So, ein Forcer Magazine. Einfach nicht das dabei, was ich mir gewünscht hätte. Oh, was gemerkt. Hatte ich die schon? Ja, mir fehlen sowieso die Teile dafür. Von daher. Ach, herrje. Auch geil, wie sie hier durch den Zip durchmarschieren. Einfach schön. Weiß gerade gar nicht, ob sich das lohnt, da hinten reinzugehen. Naja, okay, die Kisten nehmen wir schon noch mit. Ein Holz. Brillant! Federn braucht auch kein Mensch. Lesen wir hier gerade noch mal ein bisschen was. Verprügeln noch mal ein bisschen was. Achso, zack. Okay, da ist glaube ich noch ein Tresor drin. Das ist natürlich jetzt nicht so verkehrt. Ah! Halb acht. Okay, geht noch, geht noch. Gehen wir da hin. Hier haben sie sich auch gleich durchgeprügelt. Das sollte jetzt einigermaßen schnell vonstatten gehen. Das Ding auf. Ja, danke, echt. Also, ganz im Ernst. Ich habe auch einfach kein Glück.
Mal schnell schauen, ob ich hier wirklich alles durchgegangen bin. Ja, sie haben leer. Leer. Ja, Mann, Mann, Mann. Okay. Soll es wohl gewesen sein. Ah, sieh an. Nichts. Nichts. Ich könnte ja mal. Du auch. Frustrierende Angelegenheit. Das muss ich schon mal sagen an der Stelle. Ja, schnelles Zeug noch lesen. Ich möchte zumindest noch ein bisschen was von dem Loot von den dahingeschiedenen Untoten mitnehmen. Teilen wir mal ein bisschen was aus hier. Ist mir an der Stelle übrigens auch noch nie passiert, dass ich so spät im Spiel noch immer keinen Spike-Klop hatte. Den hatte ich sonst immer relativ früh schon am Start. Also vor allem auch die Schematik. Das ist schon ungewöhnlich. Mann! Jetzt ist aber auch mal gut hier. Okay. Spätestens um 9 sollte ich mich aufs Moped schwingen. Ich glaube aber nicht, dass sich das hier noch lohnt. Ja, vergessen, ey. Nichts, nichts von Belang. Ja. Ab durch die Mitte, ich verzieh mich. Zurück zur Mine. Fröhlich weiterschuften. Hilft dir alles nichts. Kurzer Blick auf die Karte. Das war der Airdrop. Setzen wir uns hier mal den Quick Waypoint hin. Und dann geht's fröhlich weiter im Programm. Nächste Nachtschicht. In der Hoffnung auf Nitrat. Mann, Mann, Mann. Musste natürlich auch so kommen. Beim ersten Let's Play, was ich hier aufnehme von 7 Days to Die, finde ich kein Nitrat, krieg keinen ordentlichen Knüppel. Auch wenn der, den ich jetzt natürlich habe, mit dem Stacheldraht Lucille-mäßigen, der ist natürlich schon, hat natürlich schon Styling-Faktor, also der sieht einfach gut aus, aber deutlich effektiver ist halt einfach der Nailed-Dings da. Der Spiked Club. Das muss ich schon sagen an der Stelle. So, gutes Timing. Gerade noch so, dass sie nicht rennen. Das gefällt mir natürlich schon ganz gut. Das einzige Positive eigentlich an der Folge. Airdrop war Schrott. Alles, was in dem Laden drin war, war Schrott. Die Schlägerei hat mir ein bisschen gut getan, muss ich sagen. Es war ganz guter, ganz netter Frustabbau, aber halt auch nicht mehr. So, da sind wir wieder. Und dann entlasse ich euch auch an der Stelle. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Den Honig ziehen wir uns noch rein. Mache ich im echten Leben auch ständig. Einfach mal so ein Glas Honig auf Ex. Kann nicht schaden. Gut, ja, wenn ihr Lust habt, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Ich verdrück mich wieder und werde weiterhin Maulwurf spielen. Und vielleicht habe ich ja doch noch Glück. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Adieu.